Wir sind wieder zurück hier in den Studentenreichen von Terraria und ich habe herausgefunden, dass wir auch einen anderen Edelsteinstab noch herstellen können. Den machen wir auch gleich mal. Nämlich den Smaragdstab. Da müssen wir mal schauen. Hier ist er. 19, 16. Eigentlich hat er insgesamt 30, ne? Komm, wir machen mal. Den machen wir einfach mal so, weil wir es können. Gut. Und wie ich auch herausfinden musste, ist, dass wir tatsächlich in die Höhlen müssen. Nicht nur wegen Erzen, sondern auch wegen ganzen anderen restlichen Kram, den wir immer mal wieder brauchen, um halt Fortschritt zu erlangen. Na gut, machen wir es mal. Aber erstmal möchte ich ein bisschen was noch loswerden. Kann ich nicht. Dreckblock, okay. Ja gut, dann mal zurück in die Höhle. Wir bauen dieser Folge mal nicht. Das machen wir wohl dann nächste Folge oder übernächste Folge. Ich weiß nicht mal, ob wir es in dieser Aufnahme überhaupt noch hinkriegen. Wir schauen mal. So, und der nächste NPC, der kommt tatsächlich erst mit dem Auge von Cthulhu. Ja, hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Naja, gut. Was soll's. So, komme ich da irgendwie dran? Nicht? Nein? Nein. Alles klar. Gut, dann wohl nicht. Nee. So, jetzt aber. Und ein Fackelchen hier oben. Fackel? Fackel, hallo, ich möchte hier eine Fackel dran kleben. Irgendwo ist mir auch egal, wo. Ey, das ist ja echt unglaublich. Na gut. Dann so. Hier passt auch nirgends eine dran. Ich weiß nicht warum. Achso, ja. Ich weiß warum. Weil ich dauernd versuche mit der rechten Maustaste. Ach Mensch, es ist mal wieder ein bisschen her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Da vergesse ich mal gleich die Steuerung. Alles klar. So, jetzt geht's hier weiter. Wollen wir mal den Amethyst, den Saphirstab mal ausprobieren? Ja, sieht ja schon so ganz gut aus. Das ist gut. Das ist gut. So. So. Eisen brauchen wir immer mal wieder. Aber ich möchte tatsächlich hier zu diesem komischen Sandwurm. Das ist nämlich auch ein Bossgegner. Nur, wo war der nochmal? Ich weiß es nicht mehr, wo der war. Was ist das denn? Seltsame Pflanze. Alles klar. Eine schicke, seltsame Pflanze. Ja, ist doch schon mal sehr beruhigend. Ich glaube, ich möchte aber tatsächlich hier mal in diese Richtung buddeln. Auch wenn das ja bedeutet, dass wir en masse Sand wieder aufsammeln. Aber hey, was soll's. Aus Glas kann man tatsächlich schöne Dinge craften, die ich auch schon gemacht habe. Ein Glaskandelander und so ein Glaskronleuchter habe ich, glaube ich, auch schon hingehängt. Irgendwo, ich weiß gar nicht mehr wo. Ich glaube, in den angrenzenden Neubau. Schick, wie schneller ist, ne? Toll. So. Ja, mal wieder schlecht Wetter oben. Ich höre das schon. So. Jetzt geht es hier mal weiter. So. Ja gut, man muss sich auch erstmal mit dem ganzen Spiel beschäftigen, damit man weiß, was überhaupt Ziel des Spiels ist. Wir sollen tatsächlich nur Bosse töten und alle möglichen NPCs bei uns einziehen lassen. Das heißt, wir brauchen noch mehr Gebäude. Toll. Naja gut. Was soll's. Wir haben ja auch so viele. Das soll erstmal reichen. Kupfer brauchen wir jetzt zwar aktuell nicht wahnsinnig viel, aber ja, komm, wir basteln es trotzdem mal ab, weil wir es können. Weil wir es können, deswegen machen wir es einfach mal. So, ich wünsche nur, man könnte mit dem Amethyststab oder mit dem Saphirstab auch hier irgendwie Erze abbauen. Das wäre fantastisch, aber es ist scheinbar nicht möglich. Obwohl, ich habe noch nicht ausprobiert. Nö, geht nicht, alles klar. Einen anderen Stab können wir uns leider noch nicht leisten, weil wir kein Silber haben.
Ansonsten hätte ich da auch was bauen können, aber naja. Ich bin ja schon froh, dass wir einen Saphirstab bauen konnten. Nicht, weil so wahnsinnig stark ist, sondern naja. Gut, unser Amethyststab ist nun mal ein bisschen imbar gerade schon. Was ich persönlich ziemlich cool finde. So, geht's hier weiter. Ich frage mich bloß, warum mache ich das hier immer? Warum buddel ich mir immer hier so komische Höhlen? Ich weiß nicht, wahrscheinlich um Erze zu finden und Edelsteine zu finden. Naja. So, komm, jetzt geht's mal hier unten weiter. Wir gucken einfach mal hier rein, was hier so schönes ist. Das ist aber scheinbar nur eine Leuchtpflanze. So ein komisches Leuchteblümchen. Warum auch nicht? Leuchtwurzelsaat und eine Leuchtwurzel. Fantastisch. Und ein Klumpen Eisen. Ja, es ist nicht gerade viel gewesen, aber gut. Ich glaube, ich möchte mich jetzt von hier unten durchbuddeln. Um hier einen weiteren Ausweg zu haben. Das werden wir ganz schnell mal irgendwo hin müssen, dass wir auch hinkommen. Denn dieser Wurm, dieser komische Sandwurm, der ist wirklich ein bisschen nervig. Und auch sehr, sehr imbar. Gut, ich hätte mir eigentlich auch ein bisschen bessere Rüstung machen können, statt den Kuchen-Saphir-Stab, aber hey. Wolfram finden wir bestimmt noch wieder. Und ich weiß jetzt auch, wie ich Pilze pflanze. Dafür brauchen wir Schlamm. Und Schlamm haben wir auch ein bisschen. Das ist doch gut. Das ist doch schön. Guck mal, da haben wir doch schon 8 Schlammblöcke zusammengesammelt. Ist doch ein Träumchen. So, geht's hier weiter. Mal gucken, wohin uns die Story noch führt. Ich weiß, viel Story hat das Spiel nicht. Ganz ehrlich, hat's nicht. So, komm, dann guck mal, was ist das? Ich wurde in 2 Hälften gerissen, hier unten. Warum? Von wem denn? Oh, oh. Oh ja, ich fürchte, ich weiß schon, was hier auf uns wartet. Außer der Tod. Oh, oh. Gut, das heißt, wir müssen uns erstmal hier durch den Sand... Müssen wir? Oh, oh. Gut, so vielleicht? So vielleicht noch? Was wollen jetzt die ganzen Viecher hier? Okay, der ist schon sehr kräftig, der Saphirstab. Finde ich toll. Cool, sehr cool. So, jetzt geht's hier weiter. So, das sammeln wir auch noch alles ein. Sehr schön, sehr schön. Aber ich wollte ja eigentlich hier mich durch den Sand buddeln. Was wir jetzt auch tun werden. Also, glaube ich zumindest. Ich weiß nicht, ob das das Klügste ist. Ach, siehst du, ich hätte noch Bomben mitnehmen können. Dann hätten wir zumindest diesen Bombenbastler da mal auch bei uns einziehen lassen können. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Ach, Mist. Obwohl, ist ja auch nicht so, das ist ja auch gar nicht so schwer. Moment, das können wir doch ganz einfach machen. Komm, wir reisen nochmal kurz zurück. So, weil Bomben haben wir tatsächlich hier irgendwo in der Truhe. Und wir müssen auch eine verwenden, damit der überhaupt bei uns einzieht. Nein, bin ich mal gespannt. Nun, mach doch mal die Tür auf. Nein, nicht die Kiste, die Tür. Die Tür, danke. Und jetzt zu, danke. Ach ja, der ist manchmal so ein bisschen behäbig. Bombe. Eine. Ja, wir nehmen mal 2. Ach, komm. Wir nehmen mal 10, weil wir so viele davon haben. So. Jetzt müssen wir wohin? Ich weiß nicht mehr. Doch, weiß ich. Weiß ich. Hier müssen wir runter. Also ein bisschen eng, aber gut.
Das ist auch nicht so schlimm. So, sind wir gleich wieder. So, damit wir hier eine Ebene haben. So, mal gucken. So, eine Bombe. Noch nicht. Ja, geil. Naja, 8 Kupfer, es hat sich nicht wirklich gelohnt. Gut. Hier vielleicht mal ein bisschen zu. Ein ganz klein wenig. Und jetzt schmeißen wir nochmal eine Bombe. Gott, 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 Gott. Alles klar. Hätte noch mal einer sagen können, dass das so einfach nicht ist. Dass sie zurückrollen. Aber hey. So. Cool. Der verbraucht extrem wenig Mana, der Stab. Oh, das Biest ist da. Das ist nicht gut. Alter. Und ich wurde niedergemetzelt. Verstümmelt von einem Grabkriecher und ich habe nichts mehr. Ja. Toll. Ja, fantastisch. Das ist ja wieder echt nett. Gut, dass wir gar nicht so viel dabei hatten. Dass wir nur unwichtige Sachen dabei hatten. Okay, gut. Das ist jetzt nicht so gut. Müssen wir wieder runter. Ach, scheiße. So, hallo Goldfisch. So, jetzt geht's mal wieder zurück. Jetzt brauchen wir unsere Klamotten erstmal wieder. Ja, ist ja echt toll. Ganz, ganz toll. Ja, ich bin echt begeistert. Ja, super. So. Heldenscheiß. So, jetzt müssen wir einfach wieder die Sachen verteilen. Ist ja echt fantastisch. So, am Tischstab war auf 4. Der war nirgends. Das war hier. Taucheruhr, die war auch hier irgendwo. Die Klamotten, die waren da. Platin war da. Die Spitzhacke, die schöne Schlüpper war da. Kettenhemd war da. Der Eisenhelm, der war hier. Und hier haben wir noch irgendwo noch einen anderen Bergarbeiterhelm. Bergmannshelm, genau, da haben wir sie. Und der kommt dahin. Und der kommt dahin. Das kommt hier hin. Ich weiß nicht wofür, aber hey, was soll's, egal. Fesseln, ja, von mir aus auch. Haben wir auch alles am Start, das ist toll. Eisenhauttrank, wo habe ich denn den her? Oh, weiß ich nicht. Irgendwoher werden wir es schon rausgeholt haben. Maßstab dahin, das kommt dahin. Kupfererz kommt hier rein. Sand kommt da rein. Das kommt wieder auf den 9. Das kommt wieder auf die 7. Und blauer Säurefarbstoff. Ja, fantastisch. Ach, siehst du, blauer Säurefarbstoff. Der war doch hier. Genau. Schlammblock und noch 9 Bomben. Gut, dann haben wir einigermaßen wieder sortiert, glaube ich. Ich weiß nicht. Ameisenlöwenkiefer. Ah, fantastisch. Gut, dann geht's wieder weiter. Dann können wir jetzt wieder loslegen. Ich möchte diesen ekelhaften Wurm hier vernichten. Das wäre fantastisch. Was war's? Sein lassen. Sofort sein lassen. Das war knapp. Wenn jetzt natürlich wieder so ein Viech kommt, na, herzlichen Glückwunsch. Ich hoffe nicht. Alter, jetzt kommen auch noch so viele von denen. Ist ja unglaublich.
So. Bin ich sauer. Bin ich sauer. So. Ja, der Schlamm, der kommt da durch. Dieser Glibber. Schwieriger. Wieder den. So. So, gut, alles klar, haben wir den. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Hier wollen wir nochmal hier nochmal raufhalten. Mensch, da bin ich echt froh, dass wir schon so viel Mana hergestellt haben. Wa? Kann ich echt froh sein. So, aber ich möchte tatsächlich diesen komischen Mistwurm hier noch erledigen. Das wäre echt fantastisch. Natürlich, natürlich. Blöder Glibberschleim, du. Ich mach dich platt. So. Jetzt geht's hier weiter. Ach, natürlich, da ist mal wieder ein Auge. So ein leckeres. So ein wundes Auge. Wie kam ich da hoch? Oh Gott, das weiß ich gar nicht mehr. Wie kam ich da hoch? Och, ich weiß es nicht. Oh. So schon mal nicht. Ich weiß nicht mehr, wie da hochkommen. Gut, dann so irgendwie, wenn wir schon hinkriegen, irgendwie kommen wir da schon nach da oben drauf. So zum Beispiel. Zum Beispiel. Jetzt versteckt sich das Auge auch noch. So, jetzt haben wir es aber. Gut. Na. Nicht mal runterfallen. Runterfallen ist scheiße. So. Hier so jetzt hoch. So. Draußen ist Nacht. Das ist ja fantastisch. So. Gucken wir hier mal wieder noch rein. Fantastisch. So. So, gucken wir mal hier. Ach, jetzt sind wir wieder am Ende hier angekommen. Das ist auch interessant. Aber nicht so gut. Habe ich dazu gebaut? Ich habe keine Ahnung. Na gut, komm, jetzt machen wir mal hier mal den Weg hier nach oben hin frei. Dann kommen wir nämlich auch tatsächlich von unserem tollen neuen Kellerbau. Nämlich auch hier in die Höhle rein. Zu dem widerlichen Sandwurm. Köhne Sandwurm. So, jetzt geht's hier weiter. So. So. Oh. Oh. Okay. Gut. Oh, Verzeihung. Ich möchte natürlich eine leicht zu besteigende Treppe hier haben. Eine leicht zu besteigende Treppe, bitte. Hallo. So, jetzt geht's aber. Jetzt können wir hier einfach rein. Jawohl. Gut, was machen wir da? Was wir erstmal die ganzen Viecher hier platt machen. Schauen wir mal. Ich bin mir gerade nicht sicher. Wie können wir dem Wurm entgegenkommen? Ich habe keine Ahnung. Ja gut, die runden Augen erstmal hier entfernen. Fragen Sie den Optiker. So. Das war das. Nein, aussperren nicht. So. Hier, guck mal, hier hängt der schöne Glaskron, Leute, hier der Kerzenständer aus Glas. So ein Träumchen. Der Kandelander. Ja gut. Na, ich würde sagen, wir beenden hier erstmal diese Folge. Und ja, in der nächsten Folge, ich wollte eigentlich den Sandwurm noch klein kriegen, aber der ist ja immer noch stärker als wir. Mann, so ein Mist. Naja, aber den kriegen wir schon irgendwie klein.
Mal gucken, vielleicht machen wir das nächste Folge. Ansonsten bauen wir hier oben einfach mal weiter. Ich weiß noch nicht wie, aber... Und ich habe eine Bombe geworfen. Also ich möchte langsam diesen Bombenbauer hier haben. Als weiteren Bewohner. Gut, erstmal bis zur nächsten Folge Terraria. Tschüss.